Jeden Tag kommen zahlreiche Menschen unter normalen Bedingungen an der Sebalduskirche vorbei, schauen sich in und außen an der Kirche die Kunstwerke an. Eins von den Kunstwerken sticht dabei besonders heraus. Sie sehen es hier hinter mir. Es ist eigentlich die Verkündigung Mariens, die zerstört war oder ein Teil von ihr ist abgebrochen. Und im Jahr 2012 hat der Künstler Gerald Hoffmann, der hier gleich neben der Sebalduskirche auch wohnt, eine wunderbare Idee gehabt, das Kunstwerk zu ergänzen, um es in neuen Strahlen erscheinen zu lassen. Gerald Hoffmann ist jetzt hier, weil er wiederum eine Idee hatte für diese Osterzeit, für die Karwoche und die Osterzeit. Hallo, mein Name ist Gerald Hoffmann. Eben von mir stammt die Idee zu dem Kunstwerk, das ich unbefleckt genannt habe, weil es ja eine Verkündigungsszene gegenüber Maria ist. Und die Idee dieser unbefleckten Empfängnis geht praktisch auf eine Aussage von Meister Eckhart zurück, der gesagt hat, es muss deswegen eine Jungfrau gewesen sein, weil nur der den inneren Christus in sich gebären kann, der frei ist von Bildern. Also dass dieses reine Sein, dass da also die Wahrheit sozusagen jenseits der Bilder ist. Das ist jetzt die Aussage von dem Kunstwerk. Und jetzt zur Karwoche ist die Idee, es gibt ja die Tradition nördlich der Alpen, dieser Flügelaltäre, die zur Fastenzeit oder auch an Werktagen geschlossen wird und bloß zu Festtagen eben diese Festtagsseite eben zeigt, das Innere des Altars. Und ich habe die Idee gehabt, das jetzt abzunehmen für die Karwoche und an Ostern wieder neu zu vergolden und an Ostern wieder aufzuhängen. Dann kann man den Stein auch als Stein vor dem leeren Grab sehen, weil auch da die Leere hinter der Materie praktisch auch symbolisiert sein kann. Also wird in dieser Woche auch die Außenseite von St. Sebald fasten, optisch fasten. Genau, genau. Wir werden es nicht sehen. Und dann an Ostern wird sie zum neuen Glanz nochmal zu sehen sein. Genau. Das wird. So ist es. Wir wollen das jetzt dann beim Glockenläuten um 12 Uhr machen. Dann nehmen Sie das ab und gehen Sie dann zurück in Ihre Wohnung und genau. Werden das genau. Reinigen. Genau, so schaut es aus. Was bedeutet es für Sie, wenn Sie hier vorbeikommen an der Sebalduskirche? Ja, ich freue mich natürlich, dass da im öffentlichen Raum was von mir zu sehen ist. Klar, ich meine, es hängt jetzt ja schon seit 2012 hier. Also man gewöhnt sich auch an den Anblick, aber man kann jetzt, eigentlich war es ja konzipiert, dass es nur von eben Marienempfängnis 2012, also Marienverkündigung, vom 25. März die 12 Monate. Die 9 Monate bis zur Geburt, eben bis zu Weihnachten, eben hängen bleibt. Und so war es auch ursprünglich konzipiert von der Materialität her. Deswegen ist jetzt auch mal gut, wenn man jetzt nach 8 Jahren da mal das wieder erneuert. Ich finde, dass es gut ausgehalten hat, also dafür die lange Zeit. Sie haben gesagt, man gewöhnt sich dran. Das stimmt schon. Eben erst sticht es heraus, eben auch, weil es ja einfach Gold strahlt. Genau, und dann, wenn man aber jeden Tag dran vorbeigeht, man nimmt es zwar wahr, aber es sticht mir nicht mehr heraus. Deswegen bin ich auch gespannt, wie die Leute, die jetzt ja dann hier vorbeigehen werden, ob es auffällt, genau. Dass es fehlt. Und vieles fehlt ja jetzt auch in der Zeit und fehlt es sozusagen hier außen auch. Genau. Und an Ostern sozusagen dann die Überraschung, wenn das in neuen Glanz. Genau. Sie haben gesagt, unbefleckt wirklich, also von genau. Flecken bereinigt, genau. Neu erstrahlt. Genau. Sehr schön. Das denke ich auch. Also vielleicht fällt es wirklich auf, wenn es weg ist. Also der Christo hat ja diese Reichstagsverhüllung unter anderem gemacht, hat ja mal gesagt, verhüllte Sachen sieht man besser. Ja. Also kann sein, dass dadurch, dass es weg ist. Ja. Genau. Das steckt ja eben auch genau hinter dem Ansatz, die Altäre zu schließen, eben etwas zu verhüllen. Ja. Im Bewusstsein dann nochmal zu stärken oder auch bei der These, Idee vom Meister Eckhart. Also das ja. Innere dadurch, das innere Bild zu stärken durch das Fasten des äußeren Bildes. Genau, ja, kann man so sehen. Gut.
Halt, warten Sie noch kurz.